Da hast du was Wahres gesagt. War bei mir ja das Gleiche. Das war bei mir genau das Gleiche. Dann bin ich hergegangen und habe gleich mal abgedeckt, damit ich zumindest ein bisschen Silage habe. Aber jetzt ist es ja kein Akt mehr. Jetzt weiß man ja, wie es geht. Von daher. Die Silos haben halt alle so ein Alpenpanorama gehabt wie da. Ja, so. Aber die Zeiten sind ja jetzt vorbei. Von daher. So. Jetzt brauchen wir den. Jetzt pass auf den da. Und dann mal unkonfigurieren. Dann mal Radgewichte rauf und Radgewichte runter. Dann passt es wieder. Dann haben wir die zwei K700 beieinander. Dann schaut es wieder was gleich. Erst den anderen. Ja, wenn du weißt wie, ist es kein Akt, aber es war bei mir das gleiche. Ich habe mir gedacht, so was haben sie denn das scheiß Schild gebracht, wenn du da immer nur Wellen reinbaust, anstatt dass du das begradigst. Aber wie gesagt, das gewusst wie ist es.
Was hast du für ein Problem mit dem Wiesenstriegel? Ja, du siehst aber, dass es dunkler wird, wenn du drüber gefahren bist. Und das ist das Entscheidende. Habe mir gestern einen Headset-Adapter gekauft, also so ein Kabel für meinen alten. Ich habe nur den alten Xbox One Controller, wo der extrige Adapter noch unten dran ist, wo du nicht direkt das Headset anstecken kannst. Weil ich immer noch auf der linken Seite einen Ton habe. Das heißt, das Teil gekommen. Ja, immer noch auf der linken Seite. Jetzt ist das Mittelteil vom Adapter kaputt. Weil man halt einen neuen Xbox-Controller bestellt. Anders geht's nicht. Erster zum Vieh. Und diese haben immer das gleiche Problem. So bleiben wir stehen, junger Mann. Nee, das Headset selber, Headset ist eigentlich okay. Headset ist cool. Ist leicht, angenehm, liegt gut an. Hat eine gute Belüftung, ich schwitze nicht an den Ohren. Und es funktioniert an allen anderen Geräten ohne Probleme, nur eben am Xbox-Controller nicht. Da muss irgendwo ein Wackler oder was drin sein oder eine kalte Lötstelle, was weiß ich. So, wie viel Mist haben wir denn überhaupt? Was? Sagen wir ja schon richtig. Ah ja, 263, das langt.
Na, schau an. Artikel verschickt. Das ist doch einmal eine Sache. Wenn wir gleich mal in die Paket-App gehen. Wenn das schon verschickt ist, ist das morgen da. Einzelheiten zum Kauf aufrufen. Nee, in der Zeit aus Farming heraus das überhaupt nicht mehr. Seit dem Farming Simulator habe ich gar nicht mehr Destiny gezockt. Ob ich mich auf Destiny 2 freue, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es mir kaufe. Ich bin nur am Überlegen. Aber es ist halt bei Destiny, ich bin ja kein, sag mal, ich bin ja kein PvP-Spieler, von daher ist das für mich jetzt nicht so der Burner. Ja, super, und jetzt? Ja, Lieferung am Donnerstag, ja, das hilft mir nichts. Steht kein Paket drin. Fix. Also das hilft mir nichts. Dann brauchen wir das. Glaube ich komme da auch hin. Ich glaube ich komme da auch hin. Du kannst da jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube da komme ich auch hin an die Stundenzahl. Kann jetzt auch leider nicht nachgucken hier. Jetzt wird es nochmal neblig.